Vom Gewinnclub Deutschland an. Die Nummer Ihres Telefonanschlusses wurde heute ausgelost und Sie sind der glückliche Gewinner eines neuen Audi Cabriolets im Wert von 25.000 Euro oder eines Geldpreises in bis zu gleicher Höhe. Ist das eine tolle Überraschung? Mal eben noch schnell im Supermarkt und schon hat das Glück zugeschlagen. Sie haben gewonnen. Egal ob Auto, Reise oder Bargeld. Der Anrufbeantworter verspricht einen tollen Gewinn. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Sie müssen nur schnell eine 0900-Nummer anrufen und ein paar Daten angeben. Dann gehört der große Preis mit Sicherheit Ihnen. Ja, ich kam nach Hause. Dann war Anruf am Anrufbeantworter drauf. Und da hieß es dann, dass ich gewonnen habe, beziehungsweise meine Telefonnummer wurde gezogen. Und der Gewinn wäre entweder 25.000 oder ein Auto, Audi Cabrio oder so etwas. Fürs Erste habe ich mich mal gefreut, habe mir gedacht, ja, ganz toll, ganz nett. Und der zweite Gedanke war dann schon ein bisschen misstrauisch, habe mir gedacht, nein, rufe ich einmal vorweg einen Experten an und hinterfrage das mal mit diesem Anruf. Da sich Frau Dannigkeit unsicher ist, ob sie zurückrufen soll oder nicht, wendet sie sich an Johann Tillich vom Verein für Existenzsicherung. Tillich, grüß Gott. Aha. Okay. Also Frau Dannigkeit, Sie haben also 0900 Nummer auf dem Anrufbeantworter drauf gehabt und Sie sollen da zurückrufen, um ein Auto zu gewinnen oder 25.000 Euro. Haben Sie überhaupt da mitgespielt? Also Sie können sich nicht daran erinnern. Also man kann davon ausgehen, dass diese Nummern eigentlich hier Abzocknummern sind, dass Sie sehr hohe Telefonrechnungen kriegen, mindestens mit 2 Euro die Minute und Sie in der Warteschleife festhängen. Also wir werden recherchieren und wenn wir feststellen, dass das öfters passiert und mehrere Leute betroffen sind, werden wir hier strafrechtlich dagegen vorgehen. Also bitte mal nicht zurückrufen und ich melde mich auf alle Fälle bei Ihnen. Danke. Okay. Wichtig ist, sich vorab zu informieren, um welches Unternehmen es sich handelt, das den Gewinn verspricht. Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur www.bundesnetzagentur.de gibt es eine Suchmaschine, mit der die Inhaber von 0900-Nummern angezeigt werden können. Das hier in Bayern, aber noch Handlungsbedarf besteht, ist mittlerweile auch in der Politik angekommen. Stimmt, also man muss also hier auf mehreren Ebenen arbeiten, wobei Europa in dieser Art und Weise eigentlich schon reagiert hat, da es für alle Länder ein unabhängiges Zentrum für Datenschutz fordert, wo unabhängig diese Aufgaben erfüllt werden müssen. Nur zum Beispiel in Bayern hinkt man hier also den europäischen Vorgaben noch gewaltig nach, weil hier gibt es also eigentlich nur also Datenschutz letztlich für den öffentlich-rechtlichen Bereich und bei einer Regierung so angegliedert den privatrechtlichen Datenschutz, aber man könnte hier viel, viel, viel mehr machen. Und deswegen sind wir auch als Gesetzgeber in Bayern gefordert, hier die Vorgaben aus Brüssel auch adäquat und möglichst schnell umzusetzen. Und natürlich ist dann auch die Sache, dass man schauen muss, dass man einheitlich in Europa hier zu einer Strafverfolgung kommt, dass man die Täter, die hier also Menschen um ihr Erspartes bringen und hier also Betrug betreiben, dass diese zur Strecke gebracht werden und dann auch sich vor Gericht verantworten müssen. Im Fall der Frau Dannigkeit sitzt das Unternehmen, das den Gewinn verspricht, in Spanien. Dadurch ist es schwierig, rechtlich vorzugehen. Ein Rückruf kostet 1,99 Euro in der Minute. Und am anderen Ende ist nur eine Maschine, die versucht, das Gespräch unnötig zu verlängern. Der Verein für Existenzsicherung bietet Geschädigten unter www.vfe.de Informationen zum Rufnummernmissbrauch an und unterstützt sie bei der Erstellung von Strafanzeigen. Also ist es das Beste, solche Nachrichten einfach zu löschen. Auch wenn die Freude zu Beginn groß ist.